Alles voll nicht im Timing, Alter. Ja, wir brauchen Metronom. Herzlich willkommen beim behindertsten Podcast der Welt. Jetzt hast du aber auch wieder ein paar Minderheiten diskriminiert hier. Das stimmt doch gar nicht. Ich mache mich über alle lustig. Nein. Ja, jetzt gerade. Herzlich willkommen bei Rocky, dem Podcast. Wir machen euch fit. Treppenläufe werden alles aus euch rausholen. Warte mal. Was? Ich bin gerade erschrocken, mein Sohn steht gerade so links, wie so ein Geist, einfach so, ohne was zu sagen. Steht neben mir so, Papa. Buh. Alles gut. Ich bin gleich wieder da. Nein, warte, ich muss nur kurz was hier erledigen. Ja, erledige doch mal. Erledige deinen Sohn mal. Ich muss immer gerade einen erledigen. Jetzt hörst du nur so einen lauten Schuss und dann, so, ich bin wieder da. Ja. Ja. Sinan, wie geht's dir denn? Mir geht's jetzt gerade mir geht's wunderbar und ich habe gerade 10 Minuten bevor wir aufnehmen wollten, 10 Minuten, ich lag gerade so auf der Couch, also heute Tag war irgendwie gefühlt 30 Stunden lang und ich lag so auf der Couch und dachte so, boah, gleich dein Podcast. Dein Jetlag noch nicht weg? Doch, alles gut, aber ich habe einfach richtig viel gemacht, auch gut was weggearbeitet. Knick-knack. Wie war es? Chinesin oder wie war das noch? Gut, was weggearbeitet ist, auch geil. Ja, die Chinesin. Ich habe meine Pflicht als Mann erfüllt. Ja, und dachte tatsächlich eben noch gerade so, boah, jetzt Podcast. Aber sobald ihr beiden dann so im Teamspeak wart, habe ich so gesagt, nee, jetzt habe ich Bock. Ist das nicht nett? Habt ihr das gemerkt? Ich habe ein Kompliment gemacht. Ja, das war echt super Kompliment. Ja, da fand ich dein Instagram-Kompliment mir gegenüber besser. Ja, das stimmt, ne? Ja, das war ein bisschen Phishing for Compliments, ne? Ich weiß. Aber ich finde es krass, dass die alle denken, ich würde so eine beschissene Sachen sagen. Ja, wir müssen das mal ganz kurz aufklären. Also bei Instagram hatte ich halt quasi so eine Frage, hier, ihr könnt mich irgendwas fragen und ich so ein Quiz-Dings, wie nennt man das denn? So dieses Stell mir Fragen-Ding gestartet. Genau. Und eingeleitet habe ich das, ich sitze hier gerade mit zwei Freundinnen und es ging echt dann, also jede zweite Frage war, zeig doch mal die Mädchen, zeig doch mal die Weiber. Also niemand interessiert sich für dich, Sinan, zeig doch mal die Weiber. Und schlimm. Schrieb halt einer, jetzt zeig doch endlich mal die Titten. Und dann dachte ich so, ach komm, das ist doch spannend, wir lassen mal die Zuschauer entscheiden, wer das gefragt haben könnte. Zur Auswahl gestellt habe ich dann Jan Laik, Sebastian Schilde und Vincent Lee. So, und die Umfrageergebnisse waren wie folgt, tatsächlich mit, ich glaube, 60% gingen davon aus, dass der liebe Basti das gefragt hat. Das ist echt hart, Alter, ja. Das ist richtig hart. Ist der Ruf erst ruiniert, ne? Ja. Das ist echt hart. Ich war echt gekränkt. Ja, anscheinend bist du hier so der Titten-Pöbler. Der Chauvinist. Ja, Chauvinist. Ne? Ehrlich gesagt war ich noch erschrockener, dass überhaupt irgendwie 6 Leute Vincent Lee angeklickt haben. Also sorry, Vincent Lee ist ja wirklich super lieb. Also. Nee, du weißt doch, Stille Wässer und so, ne? Ja. Ach so. Das ist eine Drecksau, Alter. Echt. Ja, hat er so gedacht, ach geil, stelle ich so eine Frage, sieht er gar nicht, dass ich das gestellt habe, ne? Ja, um es aufzuklären, das war natürlich Jan Laik, der Oberproll, der noch quasi natürlich über Basti steht, ne? Ja, also, ja, aber nur knapp. Nur knapp, aber. Ja. Ganz knapp. Aber egal, ich war auf jeden Fall ein bisschen schockiert. Ein bisschen, aber ja. Ging dann auch, ne? So ja. 3-2 Minuten. Was schreibt der? Sebi schreibt uns gerade hier, spackt die Technik. Sebi, kannst du uns noch hören? Also das habe ich vor einer halben Stunde geschrieben. Merkt man. Benutzt den Internet Explorer oder was? Hä, bei mir ist das gerade erst angekommen. Ist das bei dir auch gerade? Ja, hier spackt die angekommen. Technik. Ja, ach so. Aber er benutzt den Internet Explorer und hat die Nachricht gestern abgeschickt. Hier, wie heißt er noch? Netscape Navigator. Kennt ihr den noch? Netscape, boah, krass. Alter, wie lange ist das denn bitte her, ey? Aber ich glaube jetzt ohne Witz, ich glaube aus dem Netscape Navigator hat sich der Firefox irgendwann nachher so echt? Entwickelt. Ja. Ist ich glaub, das die Weiterentwicklung? Ja, genau, ja. Krass. Aber bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon, ja. Ah. Ja. Wieder was gelernt ja, heute. Ja, wieder was gelernt. Hier in diesem Podcast lernt ihr auch was. Zumindest nicht nur Scheiße labern, sondern auch Scheiße wiederbekommen. So. Ja, aber herzlich willkommen zur Klangküche. Ey, super, Leute. Ich habe euch vermisst. Seit Monaten das erste Mal wieder zu dritt, oder?
Ja, aber das ist ja auch dem Sommerloch geschuldet und Sinan war nicht da und du hast es beim letzten Mal auch schon gut erklärt, so busy und viel und ja. Busy und viel, also ich würde sagen, wir hauen mal das Intro raus und dann quatschen wir mal, bringst du uns mal bei Scooter auf den neuesten Stand, finde, okay. Das bist du uns schuldig, okay? Okay, okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Klangküche. So, ich meine, wir müssen ja mal ganz klar sagen, bei uns in der Klangküche ist ein Mitglied von Scooter. Ne, wer? Basti, ja. Das wusste ich nicht. Ja, also ich finde manchmal, wir sind da so, ja, wie war ja, so, es ist ja so, aber wie war's am Wochenende? Ja, also komm, ein bisschen mehr Tada können wir schon machen, oder? Ich möchte mal was aufgreifen. Wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, dass so dieses neue Hype-Ding irgendwie, der DJ macht irgendwie Live-Performance-mäßig. Performance, was, ne? Genau. Und eigentlich macht ihr das, also Scooter machen das eigentlich schon seit 25 Jahren, ne? Also richtig, weit über 25 Jahre. Erfolgsrezept. Genau. Also ihr wart schon damals so weit, wie die Jungs jetzt erst sind. Ja, ja, ist so. Ja. Ist so. Scooter hat das schon vorausgesehen, also gesehen, so dieses Auflegen, das wird irgendwann so einfach sein. Wir konzentrieren uns darauf, zu dritt richtig Party zu machen. Ey, kann ich dir schriftlich geben, wenn Scooter ein DJ-Act geworden wäre, ne? Dann würde sie heute nicht mehr geben. Gar nichts. Das Ding lebt halt von HP und Show und so, genau. Auch so Salvatore Garnacci, alles Nachmacher. Und ihr müsst raten, von wem. Mach doch mal eine Collab mit dem, wird doch passen. Ohne Scheiß. Hab ich jetzt was verraten aus Versehen? Nein, oder? Verraten nicht, aber er wollte. Echt? Hat's abgelehnt? Ja, also was heißt abgelehnt? Ja. Nächstes Thema. Eins kann ich sagen, die Noise Controllers Collab kommt mit auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, war gab schon mal Remix, ne? Ja, genau, für Move VRS. Ja, habe ich da nicht jetzt schon was Neues in der Insta-Story von irgendwie von dir gesehen? War es die Nessaya oder so? Ach so, nee, das haben die Tweakers gemacht, die haben Bootleg gemacht. Irgendwie gerade ist in der Hardstyle-Szene gerade so Scooter-Alarm, also irgendwie Tweakers haben Bootlegs gemacht, die Blockäste waren, Noise Controllers auch, also momentan geht das in der Hardstyle-Szene gut rund. Das ist ja gut, okay. Ich hab hier gerade so Noise Controllers, Tweakers und so, ich habe alles verworfen, zusammengeschmissen wieder. Ey, ja, alles, was bum 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 ja, macht. Ja, da ist ja dieses Utz-Utz-Techno, ne, da ist ja... Techno, genau, ein bisschen härter, ist nicht Utz Utz, ist mehr Puff Puff. Also, Puff Puff Puff. Baum, 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 Baum. Genau, der Aung, den hat gefehlt. Ja. Der Aung. Die hat's ja, aber, also unabhängig von Scooter hatte ich ja auch einfach nochmal original Urlaub. Und, ja, deswegen auch nicht. Aber Scooter war natürlich auch präsent, ne? Deswegen. Wie viele Auftritte? Also seid ihr irgendwie jetzt. Bring mich mal auf den. Erklär mir das mal. Ist das jetzt einfach so immer mal wieder oder ist das so eine Art, ihr macht eine Tour und dann ist länger Zeit nichts? Wie darf ich mir das vorstellen? Ein aktuelles Festival. Da spielen wir eigentlich auf vielen Festivals. Wir haben jetzt Kosmonaut, Rocco de Schlacko war richtig geil. Dann waren wir beim BTR, dann waren wir bei so einigen Festivals. Und ja, also aktuell Festival und hin und wieder gibt es noch so eine kleine Single-Show, aber das ist eigentlich momentan nicht so der Fall. Mhm. Aktuell eher Festivals und zum nächsten Jahr hin ist dann wieder Tournee geplant. Okay, aber heißt das denn jetzt nach der Festivalsaison hast du dann auch weniger Auftritte? Ja, also wir haben jetzt zum Ende des Jahres hin ein bisschen weniger, aber das ist auch gewollt, weil wir halt in der Albumproduktion stecken. Ja, ja, genau. Also ich wollte halt wissen, weil ihr seid ja nicht, bei dir weiß ich es ja, du bist ja sowohl auf der Stage als auch im Produktionsprozess beteiligt, ne? Genau. So, und wir hatten das ja letztens auch beteiligt in der Folge. Beteiligt ist gut gesagt. Ja, du machst das, so. Genau. Ja. Und wir hatten das ja letztens schon mal thematisiert. Ich glaube, Sebi hatte das angesprochen mit, war das Rehab? Der irgendwie 3-12 Millionen Releases hat und dann noch zweimal pro Nacht irgendwie gefühlt auflegt. Ja. Naja. Und das ist ja bei euch nicht der Fall. Deswegen wollte ich halt wissen, so, du brauchst ja irgendwann auch nochmal die Luft zum Atmen, um eine Produktion an den Start zu bringen. Ja, das ist halt nicht ganz so einfach. Ne? Also dann habe ich noch Familie, kommt ja auch noch, dann bist du unterwegs.
Aber ja gut, letzten Endes sind wir ja drei Leute, also Michael ist ja auch noch mit am Start. Und das kriegen wir schon gut gewuppt, also wir haben ja schon einiges fertig, einiges auch schon angefangen, wir haben echt eine riesen Liste noch abzuarbeiten, aber das wird jetzt gemacht und ja, ich denke, ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall zeitnah das Album fertig kriegen. Merkst du, wie ich so richtig dich interviewe, ne? Weil wir uns so lange nicht mehr gesprochen haben. Ich gibt's alles, ich hab alles verpasst. Basti, gibt es denn so ein Album wirklich noch auf CD dann oder ist das nicht mehr so? Lohnt sich das jetzt? Weiß ich gar nicht. Ich vermute schon. Also ich versuche, also ganz ehrlich, also unabhängig davon, dass der CD-Markt ja eh im Arsch ist, aber bei so einer Band wie Scooter, die weltweit so bekannt ist, wird, denke ich, ein Album auch immer noch gemacht. Wurden die letzten auch alle gemacht. Sogar noch mit Special Boxes und Vinylboxen und all sowas. Ja, damit der Preis nach oben geht, ne? Da haben wir Nee, weil das auch so Sammler, also es gibt ja viele, also echt viele Fans, die sammeln wenn das du alles, halt, ja. Wenn du ja schon die 20 Scooter-CDs hast, ne, dann willst du halt irgendwann die 21. auch nicht mehr verpassen, ne? Ist also, so. Ist ja, so. Klar. Dann gibt's so Kollektionen, wo du dann, kennt ihr noch beim Mickey Mouse hier beim lustigen Taschenbuch, wenn du so alle Bücherreihe voll hast und die ins Regal gestellt hast, hast du an der Seite so ein Bild gehabt. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, klar, weiß ich noch, ja. Gibt's ja auch von Scooter. Und dann gibt es auch so eine Kollektion von den ganzen Alben, dann gab es sie in Sondercollection und so, das ist schon sammlermäßig. Also, wenn man dann also quasi da einmal diesen Sammeltrieb für sich entdeckt hat, ne, dann muss er auch Stoff liefern. Richtig, genau. Ja. Ansonsten habe ich noch einen super Tipp für euch, wenn ihr einen Spotify-Release macht, nennt euch einfach so wie so ein amerikanischer Rapper. So. Ja. Nennt euch einfach Future oder so und dann bringt ihr einen Release raus und wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr einfach unter seinem Namen gelistet. Das hattest du doch auch letztens, ne? Basti, hast du irgendwie mal erwähnt? Ich habe das zweimal jetzt schon gehabt oder dreimal, dass dann irgendwelche Titel in meinen Account rein sind, weil irgend Sebastian da vorkam, aber ja. Der Alex hier, Alex Megan, Alex M. hat das auch. Der teilt sich auch den Künstlernamen mit irgendeinem Musiker aus Südamerika. Ja, muss einfach bei seinem Vertrieb rein theoretisch nachfragen und dann klären die das. Ja, aber es ist trotzdem also erstmal ein paar Tage doof so. Ja, natürlich. Bei mir ist es schon einige Wochen doof. Ich kümmere mich irgendwie auch nicht so darum. Also warum ich das erwähnt habe, das stand gerade bei Spiegel Online, du Sebi hast ja den Artikel rumgeschickt, dass in dem Fall wirklich sich so ein 15-jähriger oder 16-jähriger deutscher Rapper, der sich eben Future nennt, ja. Geil. Hatte dann auf einmal so in den ersten paar Tagen so hunderttausende Streams. Oh, läuft bei ihm alles richtig gemacht. Ja. Mit, vor allem so geil, sein Song hieß Ausländer 2. Ausländer 2. Also, ach du Scheiße. Vor allem, das müsste ja dann eigentlich mal einem auffallen, dass das nicht der US-amerikanische Rapper Future ist. Ganz ehrlich, das fällt denen eigentlich auf. Ja, und dann mit Texten wie Börek und Aydan und so. Ne? Unglaublich, ey. Ja. Aber das ist eh so ein Phänomen noch so ein bisschen bei Spotify. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie die das eigentlich intern machen. Weil es gibt ja diese Doppelungen ganz häufig, ne? Also Hashtag Kalmani und Gray und du bist ja auch Gray und es gibt ja auch den Artist Gray. Also gibt es den quasi zweimal. Ja. Oder noch mehr. Ja. Die haben da schon irgendwie eine Lösung intern, aber manchmal floppt das dann so durch, ne? Das ist ja das, was du vorhin gerade beschrieben hast mit dem Future. Das ist dann. Das ist ja letzten Endes ist es ja Vertrieb beziehungsweise Label gibt das ja dann an, ne? Beim Künstler. Und wenn du dann halt einen gleichen Namen hast irgendwie, ist es ja am Anfang schwierig, dann text sich das meistens. Aber wenn du das dann einmal einstellen lässt, also beziehungsweise der Vertrieb schreibt Spotify an, den Support und dann wird das einmal eingestellt, dann läuft das in der Regel auch. Ja. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, Future ist auch einfach ein scheiß Artist-Name. Ich meine, Featuring Past versus Present. Ja, ja das Problem ist halt... Gott, war der schlecht. Den schneiden wir raus. Aber das Problem ist halt... Nee, nein. Ich wollte das Niveau der Sendung einfach mal wieder ein bisschen anheben. Ja. Das ist... ich habe mir noch mal wieder gerafft. Hab damit so lange Leitung hier. Featuring Past and Present. Okay, hab's. Ja. Hast du den Fallen gehört, den Groschen? Ja. Super. Kling, kling, kling. Lass ihn, du wolltest was sagen. Nee, ist egal. Wieso? Ist das jetzt nicht mehr witzig? Nee, jetzt ist egal, Tina versteht das eh erst ein bisschen. Jetzt kommt die Pointe mit 30 Sekunden Verspätung, das geht nicht. Das ist, hast du eine scheiß Leitung, ne? Haben wir ja schon gemerkt. Nee, hat er nicht.
Nee, ich habe eine gute Lache heute. Sebi ist in der Zukunft angekommen. Der hat jetzt Glasfaser. Der schickt mir seine MP3-Files. Doch, doch. Ich kann der kann zaubern. Die Dinger sind schneller auf meinem Rechner, als der die rausschickt. Ja, bevor die Aufnahme zu Ende ist, sind die schon da. Ich kann jetzt YouPorn und Podcast gleichzeitig machen. Also das konnte ich vorher nicht. Das ist hier richtig goldene aber Zeiten. Beides aber Upload, ne? Also. Goldene Zeiten, Alter. Das ist auch geil. Ja. Ach, Kinder, das was machen eigentlich unsere Freunde von der Swedish House Mafia so? Kurze Nachfrage. Gott, Alter. Gott, gibt's die überhaupt noch? Gute Frage, ey. Keine Ahnung. Also keine Ahnung. Es interessiert mich echt. Ja. Also mittlerweile bin ich einfach tot. Also innerlich tot, wenn das Thema kommt. Ja, wir müssen den Running Gag so ein bisschen aufrechterhalten, finde ich. Ja, stimmt schon. Aber was machen die aktuell? Merchandise. Ne? Merchandise läuft bei denen. Also das haben sie, glaube ich, das läuft bei denen. Ja, hab ich gesehen. Ja, ich hab mal einen Kommentar auf YouTube, den möchte ich dir, Sebi, gerne vorlesen. Ja. Achso, Sebi. Sebi. Ja, früher hieß er mal Basti. Achso, ich bin das. Okay. Ja, ich meine ja auch Sebi. Ja, ich hieß früher mal Sebastian, aber okay. Nee, du warst immer Sebi, ich war Papa Basti. Sebi ich war Papa Basti. Sebi, ja. Ja, Entschuldigung, Papa Basti, Sebi. Tut mir leid. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ist halt so, wenn man sich nicht um seine Kinder kümmert, ne, dann sind die weg. Ja. Papa, du, Basti, du warst doch die letzten Wochen nie da. So, wie unterschiedlich Meinungen sind. Also ich feiere Laidback Luke, bin kein Fanboy, auf gar keinen Fall, aber ich höre die Mixes und Sets gerne. Ich mag die Art, wie er mixt. Ja. Hast du das? Ist das jetzt Masochist. Deine Meinung, die du schriftlich niedergeschrieben hast, um dann vorzutragen? Oder? Nee, mir ist Laidback Luke egal. Ich habe das nur vorgelesen, weil, wie gesagt, Sebi hatte sich krasser darüber ausgelassen, dass Laidback Luke echt beschissene Mixes macht und auch viele davon online sind. Ja. Und ja, ich finde das ja einfach fand das einfach spannend, dass jemand einfach dann ganz klar sagt, er findet gerade das Mixen von Laidback Luke cool. Und er sagt, weißt du, was ich glaube? Also, ich glaube, dass er einfach die Tatsache mag, dass er was tut. Also ich glaube, er findet dann so, oder wie soll man sagen, so Aktionismus, also Hauptsache er macht irgendwas besser als die Qualität, also überall ist wichtig. Genau, als und er überhört dann halt diese Disharmonien und diese völlig falschen Übereinstimmungen, also das völlig falsche Mixing, überhört er dann, weil er sieht, ey, der macht wenigstens was. Mhm. So, okay, da hätte ich auch ein Beispiel, wo ich das zum Beispiel, also wo ich das nämlich auch so nicht so richtig nachvollziehen kann. Ihr kennt das doch beim Hip-Hop Mixen. Das gibt ja, also jetzt nicht nur dieses klassische Mixen, sondern ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo die zwei Decks haben und auf beiden ist die gleiche Platte und dann immer so rechts den Beat einen Takt laufen, dann auf ach der ach so links, dieses Hin- und Her-Flippen. Genau, hin- und Her-Flippen. Genau. Ne, und dann quasi damit den Beat ja neu arrangieren. Mhm. Ne? Und bei mir ist das immer so, ich krieg da voll das Kotzen, weil die natürlich nicht perfekt das Grid treffen, sondern der Beat hakt ja die ganze Zeit. Ist bei mir genauso. Ich kann das nicht gucken. Ich auch nicht. Ist bei mir das genauso. Ist auch, das ist, aber das ist so das ist aber so das wird DJ ja ultra gefeiert. Wettbewerb. Ja, ja, genau. Und ich habe noch nie einen gesehen, wo ich gedacht habe, das gefällt mir jetzt auch musikalisch. Ich verstehe natürlich, dass das total geil aussieht und dass das voll den Skill bedarf, das hin und her zu scratchen und den Fader hin und her zu jagen. Aber ich bin super empfindlich, wenn dieser Beat immer so 20, 30 Millisekunden zu früh oder zu spät kommt, da kriege ich einfach innerlich die Kotze. Ja, weil wir aus der Quantisierungstechnomucke kommen, das ist das Problem. Genau. Ja, ja. Genau, Shuffeln ist nicht unser Ding. Ja. Nee, also vor allem, wenn es einfach wirklich, wie ihr gerade sagt, nicht quantisiert ist. Also ich habe das auch beim Scratchen, wenn der DJ scratcht und du musst ja auch im Takt scratchen. Ja? Sonst, es gibt ja DJs, also so Black DJs, die scratchen irgendwie nach ihrem eigenen Tempo. Und du musst ja schon in dem Tempo rein scratchen, sozusagen, wie der nächste Song kommt. Oder im Double-Tempo oder so. Und dann so, ne? Aber irgendwie, da kriege ich auch die Krise irgendwie immer bei. Ja, vor allem, mich macht das so echt so fertig. Das Schlimme ist so, das kann sogar 75% on point sein und wenn aber nur so 25% die Beats mal zu früh oder zu spät kommen, dann bin ich sofort raus. Ja, ey, ich habe
Das geht nach. Ich habe auch so, wenn ich im Auto an der Ampel stehe, ne, und es regnet und du hast einen Scheinwischer, dann versuche ich den Scheinwischer synchron zu kriegen bei mir mit dem Scheinwischer vor mir im Auto, weißt du? So völlige, oder den Blinker, so völlige DJ-Krankheit. Deswegen hast du den Blinker auch extra tun lassen, dass er genau taktisch mit der 140 dB. Ey, mir sind da so Sachen aufgefallen, weißt du, ich fahre einen VW Passat, ne, und vor mir steht ein VW Passat und der hat eine andere Blinkerfrequenz als meine. Ne? Alter, kriegt die Krise. Da muss ich den einmal ausmachen und den Zünd wieder einstarten. Echt jetzt? Ja, mache ich, klar. Oh, krass, Alter. Der will, ich sehe schon den Basti, der will so den vorderen Scheibenwischer so anschieben, so leicht. So. Ja. So, wenn wir gegenfahren. Bumm, bumm. Was machst du da? Ja, der Scheibenwischer, der ist so zwei Takte. Steigt bei der Ampel aus und dann hält er den so fest. DJ-Krankheit ist das. Ja, echt, das aber wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Könnt ihr euch noch an diese Deep House, Melodic House Welle erinnern, als so jeder so diese ganzen Melodic Deep House Sachen gemacht hat? Ja. Als es dann in war, irgendwie so off the beat zu singen und auch so ein paar Loops zu haben, die off the beat waren. Alter, wo dann irgendwie Kommentare kommen wie, nee, es klingt zu perfekt, das muss ein bisschen so klingen, als kannst du keine Musik machen. Ah, Gott, ich verstehe das nicht. Ja, das war auch. Ich verstehe es nicht. Nicht sauber in Tune gesungen und so, das war auch. Genau, ja. Genau. Nee, also ich finde gerade, also dieses echt klingende Drumming und so, ne? Dieses also leicht Verzögern von Drums, das musst du perfekt beherrschen, damit ich das gut finde. Wenn das, sobald das irgendwie so ein bisschen. Also an alle Drummer da draußen, damit Sinan das gut findet, müsst ihr das perfekt beherrschen. Ja, das Schöne ist ja, es kann allen egal sein, was ich gut finde. Nein. Doch. Nein, um Gottes Willen. Das kann, nee, soll sogar wirklich allen egal sein. Ich finde, jeder darf eine starke Meinung haben, aber gleichzeitig sollten wir keine Meinung überheben. Also. Schön gesagt. Ja, so. Und mit diesen Worten. Ja, danke. Das war's schon wieder. Klack. Aber haben wir nicht mal irgendwie so ein paar Hörer-Voices-Dings? Nee. Basti meinte irgendwie, du solltest was rüberschicken. Ja, gab aber nichts. Ah, wir haben wirklich tolle Zuhörer. Ja. Okay. Nee, die Zuhörer sind einfach wunschlos glücklich. Das ist, wenn du fragst, so, hey, habt ihr irgendwas auf dem Herzen und es kommt kein Feedback, dann hat auch keiner, weißt du, dann ist auch alles gut einfach. Ich lese gerade die YouTube-Kommentare unter der letzten Folge, da hat jemand vorgeschlagen, soll man John Sine einladen. Gesundheit. Stimmt, der ist ja Deutscher, ne? Ja, aus Düsseldorf kommt er. Ja. Von mir aus können wir es gerne mal machen, also der Typ hat Ahnung. Und was ist der nochmal in erster Instanz? YouTuber oder Musiker oder beides? Das könnten wir ihn fragen dann. Also, wer jetzt? John's, wer? John Sine. Also John Sine, der... Sine wie unter... Also wie die Welle, genau. Sine Wave. Sine. John also, Sine. Ja. Ach, J-O-N, John. John Sine. Ich gucke mal. Der ist so, der macht jeden Tag einen Vlog, also jeden Tag. Warum machen wir das nicht? Ja, kannst du ihn auch mal fragen, wie viel Arbeit das ist. Jeden Tag. Ist richtig Arbeit. Halbe Stunde. Ich merke das bei meinen Stories schon, was das für eine Arbeit ist. Ja, und der macht halt auch immer so, also der geht dann, der ist Berufsmusiker, ne? Also Musikproduzent, und geht dann morgens ins Studio, das filmt er dann, dann baut er Songs und dann. Ich sehe es gerade. Wie er nachmittags dann noch zu Hause isst und Business macht, Büro macht und so. Und dann stellt er abends das noch alles online als geschnittene Folge. Total krass. Ich guck mal gerade, ob der irgendwie krasse Augenringe hat oder so. Uploads, ich bin dabei. Das, wenn du so mich viel interessiert jetzt mal, wie viele Videos er hat. 1176 Videos. Ja, nicht schlecht so. Ja. Ja, und der macht auch richtig gute Musik. Können wir ja mal anschreiben. Alles auf Englisch auch, ne? Er macht alles auf Englisch, ja. Ja. 10 Tips for Better Vocals. Oh, vielleicht muss ich das mal gucken. Ja, aber also dann, John Sine, wenn du das hier hörst, hört er natürlich nicht, aber wenn ihr irgendwie... Wieso mal, hört er das nicht? Ey, warte mal, das anders, weißt du doch anders. Nee, stimmt, Entschuldigung. Entschuldigung. Also, nochmal anders, lass mich neu ansetzen. Wenn ihr Bock habt, dass wir John Sine in der Sendung haben, dann haut ihm das doch mal so in die Kommentare bei, weiß ich gar nicht, ist der auch wahrscheinlich bei Instagram, ja, wer so aktiv ist, ist auch bei Instagram. Schreibt den doch mal unter irgendwie ein Bild von dem, das ist, glaube ich, immer am wirkungsvollsten. Hey, sei doch mal Podcast-Gast bei der Klangküche. Nein. Genau, dann brauchen wir das nicht mehr. Ja, das kommt dann irgendwie ein bisschen... Besser als... Und dann hört er die letzte Folge und dann, ja. Ja, dann nicht. Trauen sich nicht, ja, dann nicht. Ja. Ja. Also sollten wir ihn doch selber fragen. Ja, ich weiß nicht, so eine Mischung aus allem. Pass auf, super Taktik. Also erst hauen die unsere Leute den so an, ne, so, und dann, so. Wir hatten das ja vor, ne? Genau, und dann melden wir uns so, hey, wir hatten so eine Idee, und dann kann der so sagen, so, ah ja, krass, ja, eure Fans hatten auch schon bei mir geschrieben, ja, genau, weißt du?
Sinan, du. Ja. Du bist schon mit, so. Auf meine alten Tage komme ich noch voll mit Marketing-Tipps um die Ecke. Mega, du solltest Influencer werden. Oder ja, ich kennst du einen YouTube-Kanal. Ja, mach einen YouTube-Kanal, wollte ich gerade sagen. Kannst du deinen MySpace-Kanal zumachen und dann machst du mal vielleicht YouTube. Das hat vielleicht mehr Zukunft. Also ich habe meine schön, Musik schön. Bei MySpace hochgeladen und nur zwei Streams diese Woche gekriegt. Habt ihr einen Tipp für mich? Habt ihr einen Tipp für mich? Hör auf. Ja. Hör einfach auf. Hör einfach auf. Damit. Ja, Leute, ihr wisst oder ihr merkt das schon, wir haben ein bisschen Sommer noch, glaube ich. Ne? Oder hat jemand von euch noch ein Thema am Start irgendwie? Es passiert ja auch irgendwie nichts, ne? Also es ist echt so, die Szene ist gerade blutleer. Es ist ja nur Festival. Festival, ja. Wir dachten eigentlich so, oh, Festival-Season, da kann man richtig Storys. Nee, ist immer das Gleiche. Nee. Haben wir letztes Jahr auch gehabt, oder? Ja. Irgendwas ist letztes Jahr mehr passiert. Achso, da gab es ja auch das Comeback der Swedish House Mafia und so. Das haben wir über 25 Folgen zerschlachtet. Ja, und naja, jetzt irgendwie gar nicht. Wir können Sport-Podcast werden und Sina und ich fangen so ein bisschen an, über Sport zu reden. Nee, du wolltest mir noch erzählen, was ist hier jetzt kurz mal, mach mal ein Update. Ja, ich lege mich hier im Schlafen, Jungs, ne? Ja, mach das mal. Genau. Basti, ist eine Packung Chips. Ich interessiere mich für meine Mitmenschen, also Basti. Was ist los? Nee, läuft wie sieht's gut. Aus? Also, wie sieht's gut? Ich bin ja seit jetzt sagen wir mal gut 2 Monaten oder 2,5, knapp 3 Monaten habe ich ja so auch Ernährung komplett umgestellt. Haben wir ja drüber ja, gesprochen, glaube ich. Ja, genau. Also ich habe quasi mir so eine App runtergeladen, wo ich jetzt nicht akribisch Kalorien zähle, aber halt mein Essverhalten immer so eintippe. Ne? Und das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, den ich Leuten auch immer gebe. Einfach schreib mal auf, was du isst, weil viele haben keinen Überblick darüber und merken dann erst so, ach krass, ich esse irgendwie jeden Nachmittag 2 Snickers. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Ja, so. Ganz genau. So. Und ja. Dann habe ich mir damit... Aus Versehen sind die mal in meinen Mund geflogen. Ist mir gar nicht bewusst. Wieso das denn? Wieso steht mir fahr ich extra 10 Kilometer? Fahre ich extra 10 Kilometer zur Tanke, um mir 2 Snickers zu kaufen? Nee, aber jetzt mal wirklich. Ey, ganz viele, die denken, also ich kriege das immer ganz krass mit bei Leuten, die sagen so, ey, ich esse so wenig und irgendwie nehme ich so zu und sage so, okay, warte mal, stopp. Lass mal bei dem Satz einhaken, ich esse so wenig. Genau. Erzähl mir mal. Also, ja, ich frühstück ganz normal, dann gegen, weiß ich, 10 Uhr habe ich einen kleinen Snack rein, dann gibt's Mittagessen, dann, na, klar, Kaffee, Kuchen, abends halt ein paar Chips und dann gibt's Abendessen. Ich so, was? Ja. Das ist halt sau viel. Muss ich meinen, ich habe heute auf Twitter, hat jemand eine Nutella-Werbung von 1975 gepostet, ne? Ja. Hat er auch das Nutella-Glas aus 1975 noch? Das sieht genauso aus wie heute, das Nutella-Glas, interessanterweise. Hat sich nicht geändert vom Designer. Auf jeden Fall, die werben damit. Das beste Frühstück, ne? Vitamine. Nein, echt jetzt? Super Aromastoffe und tolle tierische Fette und was weiß ich alles, ne? Und das steht auf diesem, und ein bisschen Zucker für den Geschmack steht da drin. Das Ding besteht irgendwie aus 80% Zucker. Wann, aus welchem Jahr? 75, aus welchem Jahr? 1975. So geil. Also, 75, da gehört die Lügen noch zum guten Ton. Ja, da war das. Ich stelle mir gerade so vor, so, und so eine Prise leichter Zucker für den guten Geschmack. Und dann siehst du, wo so ein Typen, der so einen richtigen Eimer da reinkippt. Nur so ein Hauch. Aber ihr wisst das ja, ne? Also auch die Fußballnationalmannschaft lange Werbung gemacht für Nutella. Ja, ne? Das ist ja einfach völlig absurd eigentlich. Ja. Völlig absurd, ja. Und ja, das ist flüssige Schokolade, die du aufs Brötchen schmierst. Also. Die aufs Bett schmiert. Also so wissen wir alle auch mal wieder die sexuellen Neigungen von Sebastian. Ja, das ist eine flüssige Schokolade, die euch aufs Bett schmiert. Habe ich gerade, kennt ihr diesen Typen noch da von RTL 2? Das ist halt diese Spaghetti mal auf sich draufgeladen. Nein, mit dem Pudding? Weiß ich, aber der so Spaghetti. Die haben doch auch in so. Ja, aber die haben doch. Haben die das nicht in so einer Wanne, in so einer aufblasbaren. In so einem. Sag schnell. So ein Swimmingpool, so ein Baby-Swimmingpool? Das meine ich. Ich meine, der lag dann irgendwie auf dem Wohnzimmertisch und hat sich Spaghetti auf seinen Frauentausch oder so richtig übel. Ja. Und der war, glaube ich, auch in so einem Pudding-Ding drin. Ja, weißt du, und dann wundern wir uns oder lästern darüber, dass irgendwie auf YouTube behinderter Content hochgeladen wird, ne? Also, es hat sich einfach nur verlagert. Ja. Ich lese mal, ich habe die Werbung wiedergefunden. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Die Natur hat uns das Rezept für Nutella gegeben. Frische Haselnüsse, Milch mit wertvollem Eiweiß und vielen Vitaminen. Hochwertige Pflanzenfette, etwas Zucker für frische Energie. Und eine Prise Mega. Kakao für den guten Geschmack.
Entwurf, Alter, das ist so, Alter, so. Überleg mal, wenn du das heute droppen würdest, ne? Ja. Du hättest so viele Gerichtsverfahren am Hals. Und dann auch so ein Siegel da drauf vom Institut Fresenius, ne? Weißt du, so ein Lebensmittel. Ach, stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das soll so suggerieren, dass das auch noch geprüft ist. Und oh. Kennt einer das Institut eigentlich? TÜV-geprüfte Kindernahrung. Ja, kennt das Institut eigentlich irgendjemand? Ja, nee. Doch, das gibt's. Aber ist das, oder ist das so eine Werbeerfindung? Das gibt's immer. Ja, ja, bestimmt. Ich wette, das ist irgendwo in Hobbithausen oder so. Ja, wir haben das mal. Nee, da war ich, da war nix. Ach so. Wir haben das damals im Deutsch-Leistungskurs mal untersucht. Es gibt so Wörter, die wurden von der Werbeindustrie. Ja, genau, davon, weil die Originalen quasi stimmt. nicht benutzen dürfen. Und ja, also benutzen hier was so suggeriert, das sei so wie das. Ja, zum Beispiel so Institut, mit gesunden Cerealien. Also dieses Wort Cerealien gibt Wort es gar nicht. Gar nicht. Genau, ja. Ist nichts. Das hat sich die Werbeindustrie ausgedacht. Ja. Gibt es ganz viele solche Wörter. Ja, die haben einfach das Englische übernommen, Cereals, was einfach quasi ja die Müsli oder Müsli oder so ist, ne? Ja, und, ja. Und dann Cerealien draus gemacht. Ja, das klingt halt gesund, ne? Ja, ja, gute Cerealien. Geil ist, wenn du die dann auch anwendest im Alltag. Das sind wirklich gute Cerealien und alle gucken dich so an und sagen, ja, ja, stimmt. Nee, ja, ja, hast du, ja. Muss ja recht haben. Ey, hier ja. Deine Bassdrum, die hat ein bisschen zu wenig Cerealien. Ja. Ja, da ist auch Vitamin PQ drin, ne? Ist auch ganz wichtig. Ja, ordentlich Wappels. Ja, jetzt haben wir dich aber so halbwegs unterbrochen. Also, du hast angefangen, deine Ernährung zu tracken und das hat dir geholfen. Ja? Ja. Kann man das so sagen? Ja, also meine Ernährung. Ja, also komplett umgestellt. Also ich habe auch mit Sport angefangen, habe erst mit diesem Sling-Trainer angefangen. Und jetzt war ich heute wieder im Fitnessstudio und ich habe mir überlegen, ob ich Center ausprobiere. Center? Was ist das denn? Center ist die Fitness-App von Chris Hemsworth. Okay, der hat eine eigene? Ja, müsst ihr mal checken und ich glaube, ich werde es ausprobieren. Hat er die selber programmiert? Nein, aber der hat. Das ist das Marketinggesicht natürlich. Genau, und er hat natürlich mit seinem Team da, wo er zum Thor-Film, Avengers-Film sich fit gemacht hat. Und die haben ihn viele gefragt, wie er zu diesem Body kommt. Und dann haben sie es halt in so eine Fitness-App reingeknallt. Wie kommst du zu diesem Body? Dann sagt er so: Ich habe Millionen. Ich habe einfach Millionen. Nein, der trainiert einfach Dollar. Verdammt jeden Tag. Ja, ich weiß, aber wenn du Millionen hast, ist es leichter. Dann. Deswegen, ich bin am überlegen, ob ich es probiere, aber ja, Sinan, du bist ja auch immer so im Shape, ne? Ja, ziemlich. Zurzeit sogar recht krass, ja. Wie noch krasser als vorher schon. Ja, Alter, du machst mir schon Angst. Richtig gut. Nee. Oh. Ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie. Hey, Sinan, warum ist mal ernsthafte Frage. Ja. Warum machst du YouTube Musik und warum machst du nicht YouTube Fitness? Jungs, ich muss ich muss mal dahin, wo keine Sonne scheint. Ja, im Moment. Mach du. Kann ich dir sagen, weil ich bin ja, wir hatten das ja schon mal, musikbehindert, aber ich bin auch fitnessbranchenbehindert. Nein, ich habe ja ein komplettes, mein Problem ist ja, mein, wie soll man das sagen, ich bin kein guter Verkäufer in dem Sinne. Okay. Ja, weil letztlich, du musst es halt so überlegen, so diese ganzen Fitness-YouTuber auch, die erfolgreich sind, die verkaufen am Ende irgendwelche Sachen und die verkaufen Programme und Ideen und so weiter und Shakes und Riegel und so. Und 90% der Sachen, die sie verkaufen und 90% an die sie es verkaufen, haben nichts davon. Die werden niemals fit. Das ist einfach, das ist so ist der Markt. Also, ne, du verkaufst das an Leute. Die werden aber nicht fit. So wie ich mein Fitnessfahrrad gekauft habe und das dreimal benutzt habe und dann steht es jetzt in der Ecke rum. Ja. Genau, also irgendwas hat dich ja dazu bewegt, dass du das kaufst. So, ja. Vielleicht hast du mal irgendeinen gesehen, der gesagt hat, das ist der Shit. Das hat bei mir super gut funktioniert und dann ist man überzeugt und kauft das. So, aber das Problem ist halt, wie mit diesen Mittelchen, wie mit irgendwelchen Geräten und so weiter, das macht dich halt nicht fit, sondern Einstellung, das ist viel, viel komplexer, das ist das viel Schwierigere. Eigentlich musst du, wenn du das wirklich willst, dann müssen wir vielleicht zum Psychologen gehen und mit dem über deine Einstellung, über das, was du willst, über Ziele reden und so, ne? Über diese ganzen Programme, ich meine, die funktionieren alle irgendwo, ne? Ob du jetzt Sophia Thiel nimmst oder ob du Daniel Aminati nimmst oder ob du Boss-Transformation nimmst, können wir auch noch gleich drüber reden. Über den. ist im Endeffekt alles scheißegal, weil die Programme funktionieren alle, wenn du sie machst. Das Problem ist ja, die meisten machen sie aber am Ende nicht mehr. Und ja? Also ich habe jetzt gefragt, und deswegen willst du jetzt kein YouTube machen, Fitness, weil.
Nee, weil, pass auf, was müsste ich denn machen? Ich würde auch, am Ende würde ich ja auch sowas dann, ich würde mir voll die Idee machen, wie man ein gutes Konzept erstellt und so, und dann muss ich das ja irgendwie verkaufen und muss noch irgendwie T-Shirts und Pülverchen damit verkaufen, damit es sich lohnt. Um was geht's? Aber, warum okay. Ich kein YouTube-Fitnesser werde. Und dann, so. Und dann fühle ich mich dabei aber am Ende einfach wieder nicht gut. Ja, du musst, also, du hast gerade das Stichwort schon gegeben, du musst das so machen wie Kollege, du musst deine Sekte drum zugründen und dann läuft ja. Das. Alter, apropos, ich habe heute im Fitnessstudio, ich höre ja beim Trainieren gerne mal so ein bisschen, also vor allem beim Gewichtheben, so ein bisschen Deutschrap, ne? Immer noch Kollege, oder? Ja, ganz genau. Und dann habe ich heute auch durch Zufall bei Spotify gesehen, dass der ja sein Buch, gibt es jetzt auch als Hörbuch. Ja, hast du auch das mal reingehört? Das ist Alpha. Habe ja. Ich reingehört. Ich auch. Also auf der einen Seite habe ich so gedacht, ja, also Unrecht hat er ja nicht, so an manchen Dingen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, Gott, Alter, was labert der da für eine Scheiße? Ja? Ich gebe dir zu 100% recht. Also an manchen Punkten habe ich auch gedacht, das ist gar nicht falsch. Mhm. Also auch so, das ist gar nicht so klischee-mäßig, wie man das denkt. Also, richtig. Er sagt ja dann am Anfang auch so Sachen wie, wenn du ein Alpha, also seine Art, wie er redet, ist völlig unter aller Kanone, aber er sagt dann zum Beispiel sowas wie, sinngemäß, wenn du ein Alpha sein willst, dann geht es gar nicht darum, der Stärkste, der Prolligste zu sein, sondern anpassungsfähig zu sein. Und die Aussage, der stimme ich sogar grundsätzlich zu. Also, dass du dich deiner Umgebung anpassen musst, dass du gucken musst, wie du dich verhältst und nicht einfach mit dem Fuß die Tür eintrittst. Ja, eine Aussage fand ich auch geil am Anfang, wo er gesagt hat, bist du so der Typ, der sagt, ja, ich liebe meine Frau, ist alles okay, tralala. Nein, du musst das musst sagen, ey, meine Frau ist die geilste und wenn ich nur den Namen höre, kriege ich schon Ständer und ich bin hier da. Also da hat er ja auch irgendwo, weißt du, also manche Leute gehen wirklich sehr geduckt durchs Leben, ne? Also stimmt schon. Naja, also da sind die Ansätze sind richtig, aber am Ende. Ach, ich bin mir noch nicht so sicher, ob Kollege der Richtige ist, die zu transformieren. vielleicht sollen die Leute, weiß nicht, kompetente Hilfe in Anspruch nehmen. Aber pass auf, da sind wir wieder beim Punkt. Das ist doch genau, was du gerade sagst. Am Ende verkauft Kollege ja auch seine ganze Boss-Transformation und sein, wie nennt sich das neue, dieses Sektending? Das hat doch irgendeinen anderen Namen. Alpha. Alpha. Genau. Alpha. Ja. Alpha. Sein ganzes Alpha-Programm. An wen verkauft er das denn? Der verkauft das an total, also jetzt ohne böse klingen zu wollen, aber natürlich an Vollversager. So. Und aus denen wird niemals ein Alpha. Ja, sag ich dir auch gerade. Weil, ne? Also aus denen wird auch wirklich kein aber Alpha. Aber das ist ja das Geschäftskonzept, ne? Also die das ist ja, und das ist das Bekloppte. Also eigentlich sagt er was, sind Ansätze drin, die sind gar nicht so verkehrt, aber durch die Art und Weise, wie du es vertreibst, erreichst du eigentlich Leute, die das gar nicht hören sollten, sondern die sollten dringend zu einem Psychologen. Definitiv. Ja. Definitiv. Ja. Das ist, aber das ey, kann ja sogar das Kollegenbuch kostet weniger. Ja. Hilft aber auch nicht. Aber da hast du das Kollege, Digga. Du hast ja, weil wenn du da seine Boss-Transformation machst für 2000 Euro, da kriegst du ja auch noch einen Skype-Call mit ihm, ne? Also immer. Nein, das war Alpha, weil du mehr Alpha-Programm. Ja, ja. Boss-Transformation ist ja sein Fitnessprogramm. Okay. Das gibt's ja mittlerweile gratis hinterhergeschmissen, wenn du das Alpha-Ding für 2000 buchst. Also wir müssen ja, mal eben. Schon jeder Affe gekauft hat, Alter. Ja. Wir müssen mal eben die Leute noch eben aufklären, die gar nicht mitbekommen haben, was da passiert ist. Ja. Der Kollege hat ja sein Alpha-Programm, das ist so ein bisschen, das kostet glaube ich 2000 Euro, dann meldest du dich da an und dann garantiert er dir sozusagen, dass er dich dann zu einem besseren Menschen macht, zu einem stärkeren Menschen mental und so weiter. Und da hat sich doch ein Journalist angemeldet, inkognito, und hat dann 2 Wochen da sozusagen mitgemacht und hat dann einen Artikel darüber geschrieben. Ja, und Weiß und Buzzfeed waren das. Genau, Weiß und Buzzfeed und dann haben auch andere kleine Webseiten darüber berichtet, dass Weiß und Buzzfeed so einen Artikel online haben, ja, wie das halt so ist. Und Team Kollege hat einfach mal alle abgemahnt per Anwalt. Ne? Alle haben Abmahnschreiben gekriegt und richtig die Juristenkeule erstmal rausgeholt. Und das ist gerade so der aktuelle Stand. Ich glaube, Weiß und Buzzfeed haben es auch nicht offline genommen. Also die haben die Abmahnung nicht akzeptiert, glaube ich. Und ist auch Quatsch, ne? Also es gibt ja immer noch Pressefreiheit in Deutschland. Ja, absolut. Ja. Ich habe den Artikel im Übrigen gelesen. Der war der ist ziemlich lang und ich finde den auch gut. Also der ist anständig geschrieben. Das ist schon sehr tief recherchiert und so. Also absolut. Das ist auch klar gekennzeichnet. Undercover bei Kollegas Alpha Armee, ne? Ja.
Ja, vom Weiß. Ich fand auch, dass es klar gekennzeichnet war, wann es so quasi mehr in Richtung Meinung geht und nicht. Also wenn man halbwegs schlau ist, dann konnte man das schon sehr gut rauslesen, wann da jetzt ein bisschen, wann es mehr in Richtung Meinung und wann es knallharte Fakten jetzt waren. Ja. Fand ich schon gut geschrieben. Es gibt auf YouTube auch ein Video von Kollega, wie er sich dazu äußert. Ne? Der hat dann ein Interview gemacht irgendwie mit 1Live und hat das ganze Interview online gestellt. Aber ich habe mir das angeschaut. Also das ist. Das war wieder eine reine Werbefolge, Propaganda, ne? Ja, der geht da auch nicht mit Argumenten ran. Der sagt dann, ja, der Typ war ja auch nur 2 Wochen dabei und man muss eigentlich 2 Monate dabei sein und so. Also ihm fehlten die Argumente irgendwie da richtig dagegen zu halten. Weil der Typ einfach recht hatte, ne? Also da werden die Leute abgezockt. So, meine Meinung. Ja, na klar, Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Also, wer will denn bei einem Deutschrapper, gut, der hat Jura irgendwie angefangen zu studieren. Ja, gut, angefangen zu studieren kann jetzt auch jeder. Ja, aber kann jeder anfangen zu studieren. Ja. Aber wer will bei einem Deutschrapper irgendwie sich Motivations... weiß ich nicht, also das ist so... Das klingt schon falsch, also... Ja, also, ich finde, aber er ist bestimmt nicht der einzige Musiker mit so Nebenbusiness, oder? Könnt ihr spontan Musiker, vielleicht ist das mal auch was für unsere Zuhörer da draußen, die sich irgendwie mal wieder ein bisschen angesprochen fühlen. Wenn ihr Musiker kennt, irgendwie so DJs vielleicht sogar oder auch Rapper, die so ein geiles Nebenbusiness haben, einfach mal uns schreiben oder macht eine Story und verlinkt uns da. Also du meinst so ein Nebenbusiness wie Halluzinogene verkaufen? Nein. Also ich weiß. Nein, ich rede schon von Maschinengewehren und so. Nein. Also ich weiß, dass einige DJs so Unterricht geben, also DJ-Unterricht oder so. Ja. Aber da bist du ja gleich. Du willst ein anderes Business, richtig noch? Ja, so, also Schriftsteller ist schon ganz, also gut, okay, oder Schriftsteller würde ich jetzt nicht sagen, aber der so Bücher rausbringt oder eine Fitnessline oder irgendein anderes Geschäft nebenbei noch hat. Ja. Nicht Werbegesicht, weiß ich jetzt auch nicht, aber wirklich so ein eigenes Business. Ja, willst du noch ein paar Ideen, was wir noch machen könnten? Genau. Also Klangküche so ein bisschen, ja. da wir ja schon beim Küchenmerchandise nicht vorankommen, dachte ich, ja. Wann kommt denn das Scooter-Parfum? Ich hätte gern so einen abgepackten Schweiß von HP. Ja, bitte. Bring ich dir mit. Danke. Gerne. ich möchte noch zu dem Alpha-Programm, was mir daran auch nochmal, was in dem Artikel sehr deutlich wird, was ich daran sehr, sehr merkwürdig fand, war ja auch die Leute, mit denen er das zusammen macht, ne? Also das sind ja quasi so, das fand ich super lustig in dem Artikel, also irgendwie so eine Beratungscoaching für Coaches. Ja, Coaches für Coaches. Ja. Also, mega. Also die coachen Coaches. Wo ich mal auf Da musst du schon coachen können. Da musst du schon hellhörig werden. Wenn du Leute coachst, die andere coachen sollen. Ja, also pass auf, Sebi, mein Tipp für dich. Ja. Bilde doch DJ-Lehrer aus. Ja, mega. Das klingt schon gleich nach Pyramidensystem. Ne? Das ist, das ist so eine gute Idee. Schneeballsystem ist immer gut, wenn du ganz oben bist, wenn du der Erste bist in der Pyramide. Ja. Schneeballsystem, super. Wenn du dir überlegst, wir coachen Coaches, das klingt schon so scheiße. Entschuldigung. Sehr gut. Ich habe Spaß und glaube ich zu wenig Sauerstoff hier im Raum. So, in deinem Kellerchen. Ja, genau. Ich muss wieder Fenster öffnen hier. Ist ein kleiner Raum, da geht. Basti, wie ist denn dein Tipp für die neue Bundesliga-Saison? Was denkst du mit Bremen? Wo wird Bremen landen? Also Bremen, ich glaube, die kämpfen diesmal um Euroleague-Plätze. Ja, so 7-8, das wird spannende Geschichte diese Saison. Und ich bin aber, was glaube ich richtig spannend wird, ist Zweikampf Bayern und Dortmund diese Saison. Ich könnte mir vorstellen, aber bei Dortmund weiß man auch nie, ne? Meister Flatter, ne? Die hatten schon mal 12 Punkte Vorsprung. 9. 9 war das? Ich dachte 12, okay. Also 9? Nein, das war ja, vielleicht war das während eines Spiels mal 12 oder so, kurzfristig, das kann sein. Nein. Okay. Nein, das wüsste ich. Lügenpresse! Ja, also es wird spannend. Bayern hat ja irgendwie Probleme, den Kader richtig qualitativ zu besetzen, die Saison. Naja. Zumindest die zweite Reihe. Und Sané ist ja jetzt nicht mehr nicht Thema. Du brauchst. Du bist verletzt, oder? Ja, richtig. Also wie stark, was hat der?
Knie irgendwie. Außenbahnanriss, ja. Außenbahnanriss. Also 6 Monate fällt er aus. Ui. Ja. Und mir hat mal ein Sportmediziner also erzählt, wenn du, wenn du Kreuzbandriss hast und dann sagt, heißt das, der kann in 6 Monaten wieder spielen, dann heißt das eigentlich, dass der 12 Monate braucht, bis er den alten Fitnessstand wieder hat. Also du kannst du mal die doppelte Zeit rechnen. Ja. Du brauchst ja erstmal, bis du quasi, also bis das verheilt ist, dann musst du wieder auftrainieren und dann quasi, ne, bis du wieder dann da bist, wo du mal warst, das dauert echt lange. Ja, das dauert ewig, keine Ahnung. Und Dortmund hat sich sehr gut verstärkt und da könnte was gehen. Alter, ja. Richtig. Also ich meine, wir haben euch jetzt noch den Toprak abgekauft, ne? Ja, danke. Ja, die braucht die, glaube ich, nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob er sich bei uns durchsetzt, aber für Bremen kann das eine Verstärkung sein. Wir haben auch irgendwie Verletzte. Das denke ich auch. Paar Verletzte in der Abwehr. Nee, wird eine spannende Saison, glaube ich, diesmal. Freue ich mich drauf. Müssen wir öfter mal hier in der Klangküche drüber sprechen. Definitiv. Ja. Geht ja jetzt am Wochenende los. Ja. Ich bin heiß wie Frittenfett. Alter, ich spritz schon. Vor allem, ich hab mir einen neuen Fernseher gekauft, ne? Jetzt richtig. Sehr 4K gut. Und so. Endlich ist der Röhrenfernseher raus. Und schwarz-weiß auch noch. Jetzt hast du fetten 70 Zoll 4K, 75. Alles. Ja, 75 Zoll 4K, alles scheiße. Und Surround-Anlage im Wohnzimmer. Ja, warte. Nein, kannst du mal ein Foto machen und das bitte auf unsere Instagram-Seite posten. Ja. So, aber jetzt warte mal. Jetzt kommen wir, willkommen in Deutschland. Wie guckst du den Stream? Mit was? Mit welchem Anbieter? Ja, ich habe jetzt schnelles Internet, ne? Und, ja, aber Fußball wird doch überhaupt gar nicht in richtig geil übertragen. Nee, Fußball gucke ich so. Ich öffne den Browser von meinem Fernseher, gehe auf irgendeine saudi-arabische Webseite. Echt jetzt? Und die übertragen den Stream in 240 mal 180. Nee, machst du das wirklich? Nein, Alter, ich habe Sky. Aber selbst das ist doch schon krass. Du hast einen 4K-Fernseher mit 75 Zoll, ja? Und ich sag dir, Sky wird keine Qualität liefern, die ansatzweise an irgendwas von Netflix. Ja, nicht, wenn du das aus dem Internet streamst, aber wenn du über den Receiver guckst, dann. Quatsch, auf keinsten. Nee, Receiver ist auch nicht 4K, glaube ich. Das ist nicht geil. Aber die also 4K warte mal, schon gar nicht? Die haben das mal gehabt, glaube ich. Die haben ein Spiel pro Spieltag irgendwie immer in 4K. Ja, machen die in UHD. Müsste man mal recherchieren, Zinan. Ich bin mittlerweile, ich bin so richtig... Die Sky Go, so, das ist scheiße, das ist nur 720. Ja, Sky Go ist das allerletzte, aber ich habe so einen richtigen Hass auf Deutschland. Okay. Ja, was ey, ganz ehrlich, Deutschland ist was so Mobilfunk, Digitalisierung, alles, einfach so mal der letzte Spaß in der Reihe. Hast du unsere letzte Premium-Folge gehört, lieber Basti? Weil natürlich nicht. Da haben wir drüber gesprochen, genau darüber. Ja, können wir doch jetzt auch reden, oder? Oder sind unsere Free-Leute? Kann man gar nicht lange genug drüber sich aufregen. Nee, da kann man sich nicht lange genug. Also ich bin darauf gekommen, weil wegen Funklöcher, Alter. Warum gibt's doch Funklöcher? Ja, also ich komme aus unser Internet ist schlechter als in Bulgarien. Was soll Marcin jetzt rechnen? Ja. Also ich komme aus Neuseeland zurück, ja? In Neuseeland, das ist eine Scheißinsel am gottverdammten anderen Ende der Welt. Die haben irgendwelche Unterseekabel zum restlichen Internet der Welt. Und du fährst da mit Bussen durchs Land und hast Free Wi-Fi in deinem Scheißbus und immer Verbindung, immer Netz, die ganze Zeit. So, ich fahre hier von Bonn mit dem Zug nach Köln und dazwischen hast du ungefähr eine Viertelstunde gar kein Internet. Mhm. Ja. Das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich wohne ja hier an der holländischen Grenze. Wenn ich mal in Holland bin, super Netz, ne? Also Handynetz. Und dann, sobald du nach Deutschland reinfährst, puff, weg. Ja. Ja. Oder also du kriegst halt noch eine SMS raus und dann ist Ende, ne? Ja. SMS. Und du hast ja auch so ein Bild geschickt, auch zu diesen, Tarifen. Was wir in Deutschland so für Tarife haben, ne? Ja. Dann irgendwie so 2 Gigabyte 400 Euro oder so. Und, ja, dann schenken sie dir irgendwie, ja, du bist jetzt seit 3 Jahren Kunde, 50 MB gratis oder ja, so. Ja, mega. Und das Bild war super, echt. Und in Neuseeland. Ich hatte mir dort eine neuseeländische SIM-Karte gekauft, hat $20 gekostet, also irgendwie 12 Euro. Hatte dann 2 Gigabyte und der Witz war, diese 2 Gigabyte mobile Daten, die habe ich nicht mal geschafft ansatzweise zu nutzen, weil du hast überall Free Wi-Fi, überall, in der Scheißstadt, im Bus. Sinan. Ja. Ich war in Ägypten, Alter. Ägypten, Alter. Da Afrika. Ich mir Alter, da habe ich mir... Wenn Tönnies sagen würde, da wo die Afrikaner schnacksen.
Ja, genau, Tönnies, Alter. Und sich eine Wurst reinzimmern. So, nachts, wenn ich war in Ägypten, da habe ich mir für umgerechnet, ich glaube 15 Euro, 20 Gigabyte, Alter. 20 ja. Gigabyte und das Ding hatte ich nicht mal ansatzweise verbraucht, weil, genau wie du auch sagst, ja, überall WLAN-Spots, Alter. Ja. So, und das Schlimme ist ja, wenn jetzt wieder einer sagt, so, ja, klar, Deutschland ist ja auch teurer, hätte ich gar kein Problem mit. Wenn Deutschland teurer wäre, gar kein Problem, aber es muss halt auch besser sein. Also, ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn unser Anspruch? Das wollen wir nicht, wollten wir nicht mal irgendwie voll das krasse, moderne Land sein? Da kriege ich auch nochmal so eine richtige Krawatte auf so AfD-Leute, die dann auch noch sagen, so, wir brauchen mehr Nationalstolz und wir müssen wieder stolz auf Deutschland sein. Ey, sorry, für was? Für dieses mobile Internet? Ja. Also, ich bin bereit, wieder stolz auf Deutschland zu sein, aber dann müssen wir erstmal richtig investieren und richtig aufholen auf irgendwelche Länder da draußen, wo wir immer uns da arrogant hinstellen und sagen, ach ja, wir sind Deutschland, wir sind einfach mal, damit die Politik wir müssen einfach mal, dass die Politik aufwacht, müssen wir mal Folgendes machen, und zwar, wenn irgendwann mal wieder irgendwas staatliches bevorsteht und die Bundeskanzlerin sich von irgendeinem Chor sich die Nationalhymne vorbabbeln lässt, müssen die einfach mittendrin aufhören zu spielen und dann muss irgendeiner mit so einem Ladebalken da vorne hinlaufen und sagen, das muss erstmal durchgeladen werden. Buffering. Genau. Der Ping ist leider heute ja nicht gut. Ja, also da sind wir irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja, irgendwas ist da schiefgelaufen. So. Mir ist mittlerweile auch, ich bin dann, wir blockieren uns ja auch immer alle so gegenseitig, so, ne, das will ich nicht, das will ich nicht. Und ich will das nicht und das nicht. Und wenn wir natürlich am Ende die ganze Zeit immer nur sagen, was wir alles nicht machen wollen, dann machen wir gar nichts. So, und da sind wir seit 20 Jahren, wir machen nichts. Es passiert irgendwie gefühlt gar nichts. Mir ist auch mittlerweile echt egal, was wir machen. Hauptsache, wir machen irgendwas. Ja, da will ich noch kurz nochmal einschieben. Ja, also, okay. Ganz egal ist das auch nicht. Ja, also ich meine natürlich immer nach vorne gerichtet, ne? Ja, also, aber das können wir doch auf so vielen Ebenen, können wir das so überleiten. Hashtag Bildung, also Schulsystem, das ist so. Das ist eine Katastrophe. Ganz gut, da möchte ich auch nochmal mich kurz aufregen. Bitte. Warte, ganz kurz. Sinan regt sich auf. Präsentiert von Sinan Kortelos. Warte, ich mache den Hardstyle. Pass auf. Kicktusch. So, ich gehe Basketball spielen, ne? Wir sind in diversen Schulhallen. Alter, kriegt man das ja sieht Hallzeiten. Schlimm aus. Und, logischerweise, ich bin ein sehr reinlicher Mensch. Nach dem Sport gehe ich immer duschen. So, wir haben kein, ich weiß nicht, also ich bin in 6, 7 verschiedenen Hallen hier in Bonn. Die Duschen sind alle beschissen. So, du gehst da hin und dann, das Einzige, was sie ständig austauschen, ist so ein Aufkleber, wo drauf steht Hygieneprüfung 2018, Hygieneprüfung 2019. Das Ding ist versifft ohne Ende, da fliegen Fliegen rum, aber den Aufkleber, den erneuern sie jedes Jahr. Ja, kennst du das, wenn du in so alten Turnhallen bist und dann spielst du Fußball und dann schießt du an die Decke und dann rieselt so das Asbest so langsam runter. So, und jetzt folgendes ist auch mein Problem bei der Geschichte. Ihr habt sogar noch eine Decke. So, mein Problem bei der Geschichte ist folgendes. Ihr müsst euch das mal überlegen. Also, das sind völlig verranzte Schulgebäude. So, da gehen unsere Kinder hin. Ja, nächsten Samstag hat sie Einschulung. So, da gehen unsere Kinder hin. Da gehen die Kinder hin und das ist das, was sie vermittelt bekommen. Verranzte Scheiße. So, das macht ja etwas mit dir. So, das prägt dich ja, wenn du merkst schon, du fühlst dich hier nicht wohl, du hast nicht das Gefühl, das ist deine geile Schule, dann willst du auch nichts dafür tun. Also ja, da sehe ich schon das Problem, da beginnt das einfach schon. Voll wichtig. Ich glaube, dafür kann man gar nicht unterschätzen, du musst als Schüler stolz sein auf deine Schule. Das trägt ungemein viel dazu bei. Du musst gerne, genauso wie du gerne zur Arbeit gehen willst, musst du als Schüler auch gerne zur Schule gehen. Ja. So, und dann kommt die AfD an und sagt, ja, wir sollten erstmal die Nationalhymne singen morgens. Nein, nein, das ändert gar nichts. Nein, auch nicht mit einem Ladebalken. Nee, wir müssen erstmal die Schulgebäude wieder anständig machen. Erstmal muss die Gorch Fock wieder schwimmen. Also, Ne? Und genau. Nach und nach. So, meine Meinung. Genau, das habe ich ja bei der AfD und ihrem scheiß Nationalstolz nie verstanden. Also Nationalstolz kannst du ja nicht aufzwingen, sondern der ergibt sich automatisch, wenn du was Geiles machst. Ja, einfach mal Waffen legalisieren. Deswegen sehen die Amis doch so geil auf sich. Ja, deswegen läuft das da auch so gut.
Ja, genau. I love my country. America's great. Come on, let's shoot some babies. Ja, also irgendwie, ne? Also ich wäre wirklich bereit, wieder hier mehr stolz zu sein auf irgendwas, aber das, wir müssen uns auch irgendwie Gründe liefern dafür. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch, jetzt ist ja, ich weiß nicht, ob ihr die Umfragen gesehen habt, jetzt ist ja in Brandenburg sind Wahlen, ich glaube in Sachsen auch, ne, dieses Jahr noch, in 3 Bundesländern im Osten sind Wahlen und die AfD ist ja richtig krass da am Gewinnen und CDU und SPD ja am Ablosen in den Umfragen. Ich glaube, die Leute wollen auch Veränderungen haben und irgendwie versuchen die ja über AfD diese Veränderung herzukriegen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ne? Das ist, es fehlt eine Partei irgendwie, die oder eine von denen, die da ist, müssen das vielleicht mal machen. Wollen wir mal eine machen? Ja, das ist auch so eine Gründe. Ja, die wir haben zukunftsorientierte keine Zeit, Innovationspartei würde ich gerne machen. Zukunftsorientierte Innovationspartei. Wir machen einfach. Ja. Und sagen auch, ey, wir machen 10 Entscheidungen und vielleicht sind 5 nicht so gut, aber 5 sind richtig gut. Ja. So, ich will kann ja halt mal was in die Hose gehen, aber wir haben wenigstens eine Hose. Genau. Weißt du, was auch scheiße ist? Dieses ganze, also Politik ist ja auch mal Kompromisse eingehen und so, ne? Und unsere GroKo, die macht ja nur Kompromisse, aber die Kompromisse, die dabei rauskommen, die sind so schlecht teilweise, ne? Ja. Also Umweltpolitik, weißt du, dann kommen da so Kompromisse raus, die verändern gar nichts. Gar nichts, Alter, nee. Gar nichts. Aber das wird dann abgewogen zwischen Luftverpestung und Wirtschaft und dann immer im Zweifel immer noch für die Wirtschaft, so, ne? Na klar. Und da kommt nichts mehr raus, naja. Riesenthema. Songs für die Playlist? Ja. Ich habe einen. Ich guck mal gerade. Ich hab schon geguckt. Ja, dann fangt ihr doch an. Ja, ich pack auf die Playlist Medusa, Piece of Your Heart im CYA Remix. Ich kann mal eben kurz erzählen, bevor ich das in unserer Premium-Folge auch nochmal erzähle. Dieser Remix stärker als das Original. Ich glaube, das Original habe ich auch schon auf die Playlist gepackt vor ein paar Wochen. Und ich habe den jetzt sogar auf einer Hochzeit gespielt. Geil. Mega Remix. Total. Ja. Okay, Basti, hast du? Ja, ich hau drauf die Signal Runners mit Area Epica im Bart Klaasen Remix. Ist schon ein bisschen älter, das Ding. Um genau zu sein, 2006 kam das Ding raus. Oh, war Signal Runners? Ja, genau, also Signal Runners und dann Area Epica. Ah, hab ich, okay. Genau, Bart Klaasen Remix, mega. Also einer meiner All-Time-Trends-Hymnen. 21.000. Bin gespannt, was Sinan sagt. Ja, ich pack, achso, auch zu deinem Track, da bin ich auch gespannt, ja. Da wäre ich im Premium-Podcast, wäre ich da richtig ein Abledern. Genüsslich reinhören. Sehr und schön. Vielleicht bin ich dann wieder stolz auf Trance. Kannst du. Okay. Da war nämlich noch gut 2006. Damals aber war alles besser. Ich habe mir heute ein Video angeguckt, Tiesto Sensation White, ne? Wie er dann noch richtig mit Vinyl aufgelegt und so, ne? Also Dann konnte er komischerweise noch auflegen. Ja. Aber da habe ich auch gedacht, also dieses Sensation White, das war echt seiner Zeit voraus. Ne? Das war das Tomorrowland der 2000er, der Mitte 2000er, aber irgendwie hat sich das auch ist nicht zu Ende. War, alle kamen, also für die es nicht wissen, das war quasi Dresscode, war weiße Klamotten tragen. Und das sah natürlich geil aus. Also heute machen die das auch, aber dann kommen die mit so Holi-Farben und zermatschen alles. Ja. Aber damals hat man einfach gesagt, wir ziehen alle weiß an, sieht geil aus. Aber, war mega. Ja, aber Sensation White wurde auch von ID&T ins Leben gerufen und die haben ja dann später auch Tomorrowland und so gemacht. Ne? Also das ist schon dieselbe Familie gewesen, ja. Also ich packe auf die Playlist Leihkauf. Kann man das also noch zurückgeben oder wie? Leihkauf? Ja, genau. Künstler. Ja, einfach genauso. Leihkauf auf Deutsch mit Hustle. Ja, wir wollen Hustle. Und Hustle, unter 1000. Der Typ hat 56 monatliche Euro. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, also, ich auch. Hör mir das Original jetzt an. ist ein Rapper aus Berlin, der mich kontaktiert hat und der wollte über diesen Weg machen. Hier in die der wollte billige Werbung in haben, die Playlist wollte er, das war sein Ziel. Nee, hat er gar nichts zugesagt, mache ich ganz von mir aus. Finde cool, was er macht. Er hat unfassbar wenig, ich habe schon viele gesagt, unfassbar wenig Streams, macht gar nichts. Nee. Aber ich finde, er macht die Beats selber, rappt selber und ich finde es echt cool und ich finde, das sieht aus wie du, nur mit Haaren bei dem einen das Bild. Ändert aber einfach alles. Also die Aussage, das ist so. Sieht aus wie du, nur in schwarz und als Frau. Ja. Genau. also, wie gesagt, der hat mich kontaktiert. Ich werde wahrscheinlich demnächst jetzt mit dem eine Single rausbringen. Und
Einfach mal ein bisschen. Muss man dich nur anschreiben und dann bringst du gleich eine Single. Ja. Also jeder oder was? Nee, man muss auch gut sein. Okay. Wie viel, was kostest du denn? Ich, kommt drauf an. So. Oral, Popo, was brauchst du? Also das gibst du dann, okay. Also, ich rufe also an, ich will eine Single mit dir und du bezahlst mich dann dafür. Ja, ich bezahle mit meinem Popo. Gerade war die Folge noch ganz jetzt, gut. Wir sind jetzt schon wieder da. Die ja, ich sag's ja, hinten raus wird's immer schmutzig. Ja, hinten, ja. Nee, also hab heute auch mit dem, kann ich erzählen, hab ja auch mit ihm telefoniert. So Leute, hat mir Spaß gemacht. Ja, war schön. Ja. Du hast mit ihm telefoniert. Sag mal, hast mit ihm telefoniert. Ja. Nee, habt ihr das nie, wenn also ich meine, ihr kennt das doch bestimmt. Du bist ganz häufig so, ey, call up, Bro, ne? Ja. So, ne? Das kennen wir ja alle. So, und ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen, das meiste ist natürlich quasi, wie soll man sagen, unter dem eigenen Qualitätsanspruch, kann man das so sagen? Ja, liebevoll gesehen, das meiste ist scheiße. Ja, genau. Und dann war ich halt echt so, dachte so, ey krass, der hat eine coole Stimme, kann rappen und so. Da war ich so ein bisschen, dachte so, ey cool, es gibt auch mal Anfragen, so, die sind cool, da habe ich Bock drauf. So, deswegen. Also ist er sozusagen der Ganacci, der Salvatore und du bist der Scooter. Ach nee, warte, das hat ja nicht funktioniert. Nein. Das hat nämlich nicht funktioniert. Du vermischst ja auch wieder völlig falsche Tatsachen. Ja. Krass, ne? Wie Scooter einfach Ganacci abblitzen lassen hat, ne? Stimmt, ey, ihr seid so geistesgestört. Das stimmt also, doch gar nicht. Es hat einfach nicht gepasst. Wir hatten aktuell nicht die Idee und es hat einfach nicht gepasst. Sebi, findest du das auch total krass arrogant von Scooter? Also. Ich, wenn man das sich mal weiterspinnt, so. Ey, sag mal, hörst du das auch, dass Sebi die ganze Zeit immer so zittert wie so ein. Ja, der hat wieder seinen Buffer in der Soundkarte zugegeben. Ich bin hier, Alter. Buffer bin ich hier. Das Internet ist zu schnell für seinen Rechner. Nee, das oder ist was? Nicht das Internet, das ist dein, kennst du auch diese, wie heißt das? Die Latenz in der Soundkarte ist zu gering. Dann fängt das bei dem so an. Ja. Da müssen wir jetzt gerade noch die letzten paar Sekunden durch. Da müssen wir jetzt hier Feier machen, wie es ja. Geht auch schon die ganze Zeit so. Ich wollte nichts sagen. Also, ja. Ich hab's nicht gehört. Ach nee. So, alles klar. Okay. Super, Leute. Reicht, oder? Ja, geil. War einfach zu lang. So, wir sehen uns in 3 Monaten. Ciao. Tschüss zusammen. Ja.